Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und wir laden mal wieder unseren Spielstand. Tja, in der letzten Folge musste ich ja mal wieder schneiden oder hab irgendwie komischerweise geschnitten, weil da ja bei mir geklingelt hatte und ja, da wollte ich jetzt nicht so eine urig lange Pause zwischendrin haben, wo ich nichts sage. Obwohl das manchmal auch vorkommt, dass ich manchmal nichts sage. Mir werden jetzt schon wieder 56 abgezogen. So, wir sind immer noch hier, wir sind da. Die sollte vielleicht mal was essen. Haben wir was im Kühlschrank? Yep, wir haben was im Kühlschrank. So, dann kümmern wir uns mal weiter um uns. Wir müssen nämlich bald arbeiten, und zwar in 4 Stunden. Mal gucken, wurde hier wirklich aufgeräumt? Ich weiß nicht, hatte ich hier noch irgendwas rumliegen? Ich wollte gerade pennen gehen. Ihre Energie ist aber total voll. Das kapiere ich nicht. So, wir gießen erstmal unsere Blümchen. Wenn wir dann noch Zeit haben, können wir gerne noch jäten. Gucken, wie viel Zeit bleibt uns eigentlich noch. 29 Tage. Und wir haben wie viele Punkte? 4235. Gucken. Merkmale. Frühaufstören, Mentoren, Nachteule. Markttauglich. Das war nochmal genügsam. Achso, niedrige Rechnungen. Schriftstellerei, Meisterwerke. Das wäre vielleicht was ich noch kaufen sollte. Da wir ja selber auch Bücher schreiben. Ich hatte doch eigentlich erst ein Buch geschrieben, ne? Ja, hier steht jetzt nichts davon. Ja, ich konnte jetzt ein paar Stunden lang nicht spielen. Okay, hier habe ich ein Buch geschrieben. Tja, ich musste unbedingt die letzte Folge jetzt noch bearbeiten, damit das fertig geschnitten ist, bevor ich es vergesse. Ich muss nämlich noch ganzen Haufen vorher noch bearbeiten. Und da vergesse ich schon mal, dass eine Folge gesplittet ist. Aber wir pfeifen hier beim Gießen. Sind wir irgendwie gut gelaunt. Naja, Freundschaft schließen. Wann muss ich nochmal los? 2 Stunden. Ab 9 Uhr geht's los. Auch wenn ich jetzt nicht so die Zeit dafür habe. Wann muss sie eigentlich? Um 11. Warum spielst du? Du solltest vielleicht mal mit ihr habe ich kein Buch geschrieben, mit ihr hatte ich ein Buch geschrieben, ne? So war das doch. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Was macht sie jetzt? Umarmen. Ach so, einfach so. Oh, ihr Bauer. Wird wohl nichts. Hab zu tun. Schade, ne? Spielen. Warte mal, da kannst du noch ein bisschen Schreiben üben. Ich meine, jemanden kennenlernen. Das
216 gerade mal verdient. Hat sie aber auch hier herrlich reich. Das passt ja mal gar nicht. Ich muss auch gleich los. Nochmal schnell checken hier. Spaß. Nee, dann lass das mal. Und nochmal schnell bisschen Spaß haben. Für 10 Minuten. So, dann müssen wir auch zur Arbeit. Los. Schade eigentlich. Aber Doppeldiamantenagentin. Von 9 bis 0 Uhr. Das ist heftig. Ja, dann geh erstmal wie ein Champion pieseln. Dann kannst du das nächste Buch schreiben. Ja, Computer kaputt gemacht. Sicher. Emotionale Aura aktivieren. Das Ding wirst du mir erst mal reparieren. Das. Oh, scheiße, ich habe mich verschrieben. Clown Massaker, der Film. Scheiße. Fällt mir jetzt erst auf. Verdammt. Das Clown Massaker 3 wird aber noch gut verkauft. Okay, Drehbücher werde ich nicht mehr schreiben. Memoiren. Ich weiß, es wird Memoiren ausgesprochen, aber ich lese das immer gerne so, wie es da steht. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier irgendwie ein bisschen doof. Okay, ich bin ein bisschen doof, aber so doof bin ich auch wieder nicht. Julia hat bei der Agentur schon eine Menge beeindruckender und unglaublicher Geschichten erlebt. Ein Verlag tritt an Julia heran, um ihre Memoiren zu veröffentlichen, sei sie es zum Spaß für die Nachwelt tun oder ihrem Schweigekodex treu bleiben. Ich meine, ich könnte ich selbst veröffentlichen, da würde ich wenigstens noch ein bisschen Kohle kriegen. Ich werde schweigen. Spiel spielen. Schreiben. Genrebuch schreiben. Was? Achso, ich muss arbeiten, oder was? Okay. Dann geh arbeiten. Wenn nötig, wird Julia ihre Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Denn das ist schließlich die Pflicht von Doppelagenten. Okay. Ich krieg noch nicht mal eine Belohnung für sowas, ne? Was? Okay, jetzt sind ja beide arbeiten. Also ich die Zeit noch ein bisschen schneller. Vergehen. Ich weiß jetzt auch nicht. Bis 19 Uhr. Fängt das Zeug hier schon an zu stinken. Beförderung! Marie wurde befördert, hoppla. Und ist nun Bloggerin. Aha, Lektion sprunghaft. Marie ist sprunghaft. Solche Sims haben eine Abneigung gegen Stabilität. Sei es in der Beziehung oder in der Karriere. Sie brauchen häufig eine Veränderung. Na gut, oh, die stinkt aber. Ja, du solltest das zuerst wegräumen. Und die Blumen, die ich dann so mühevoll gegossen habe, sind dann auch wieder hin. Schön. So. Kannst du meinen Kanal schauen? Oder? Nö. Spiel spielen. Sims Forever, komm, macht Spaß. Du brauchst den Spaß.
Gut, dann ist der Spaß gerade beendet. Du gehst nochmal schnell wie ein Champion pieseln und dann kannst du gerne pennen gehen. Oh, ich bin auch wieder zu Hause. Yay. Hallo? Okay, schön. Oh, Alter. Aber richtig hart hier. Also müsste ja wieder eine Beförderung kommen. Ich will eine Beförderung. Aber kann die Zeit jetzt nicht doch noch mal schneller vergehen? Oh, die ist schon wieder wach. Clown-Massaker 3 und der Schreibfehler. Deswegen verkauft sich das Drehbuch auch nicht so. Okay, wird sie jetzt was essen? Nein. Oh, zur Arbeit gehen. Hoppla. Was pennt ihr auch so lang? Okay. Ach gut. Die isst jetzt Cerealien, oder? Ja. War einfach so im Kühlschrank. Klasse. Und wir brauchen wieder Spaß. Selbstgespräche. Nö, ich brauche dich nicht mehr. Das mit den Freunden ist gerade vorbei. Ich habe meine Beförderung erreicht, die ich erreicht haben wollte. Ich habe jetzt 90.216 Simoleons verdient von 200.000. Aber ich muss 100.000 besitzen. Müsste ich hier erstmal ganz schön viel verkaufen, um das alles zu besitzen dann. Das ganze Geld. Warte mal. Hier fehlt auch was. Wann ist das denn passiert? Hier fehlt was. Es fällt mir jetzt auf. Was ist hier passiert? Mir ist nicht irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie mal gebrannt hatte oder so. Nein, hör auf zu klopfen. Nein. Habe ich das einfach mal so verkauft? Also hier ist es auch nicht drin. Steinzeitprozessor. Einige Autoren. Was? Level 2 der Schriftstellerkarriere. Ach so. Ah. Krieg ich da jetzt einen Computer geschenkt oder was? Hä? Okay, jetzt passt's wieder. So, was auch immer mal da stand. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich kann hier mal eine Mikrowelle oder so kaufen oder eine Kaffeemaschine. Mikrowelle in Küchengeräte, so. Essensqualität, Zuverlässigkeit.
Sowas hat hier die ganze Zeit irgendwie gefehlt. Okay. Törtchenfabrik. Was ist das denn? Alter, das ist ja riesig. So, eine Kaffeemaschine brauche ich auf jeden Fall auch nochmal. So. Kann man hier schön Essen machen? Passt doch. Könnte ich das eigentlich auch hierhin verlagern? Hätte ich hier. Also bin ich hier direkt neben Klo und so. Vielleicht doch nicht so das Richtige. Immer wieder die Scheißfrage, wie richte ich mich hier ein, ne? Am besten so, dass es hier überhaupt nichts im Weg rumsteht oder so. Na gut. Kann es auch schon weitergehen. Jetzt habe ich zwar wieder Geld ausgegeben, ungefähr 2000 müssten es gewesen sein. Oh, mein Spaß ist voll. Ich sollte mal was in der Mikrowelle machen. Verbessern. Innenbeschichtung. Okay, machen wir das mal. Hier auch irgendwas verbessern? Nee, Kaffee. Alter, ist der Kaffee teuer. Kostet ja mehr als eine normale Mahlzeit. Was kann ich mir alles in der Mikrowelle machen? Verdorbenes Essen aussortieren? Mikrowellengericht. Aber kochen steigert das nicht irgendwie, ne? Ja, zieh ab, Mann. Du bist hier unerwünscht. Wird man davon satt? Oh ja, es geht. Das hier kannst du auch nochmal schnell aufräumen. Wenn die Putzfrau nicht kommt. Was kann man denn dann machen? Was kann man mal machen? Arbeiten muss ich in 15 Stunden erst wieder. Ah, hier romantisches Zeug machen. Die hat Hunger. Ja, mach kaputt. Wir schreiben ein Genrebuch. Comedy. Witze unterhalb der Gürtellinie. Das. Clown Massaker 4. Oder machen wir mal Forever. So. Das ist eigentlich so ein guter Titel für einen zweiten Teil. Forever. Aber ich mache heute mal den Titel als vierten Teil. Läuft. Die war mal meine Freundin, oder? Nee, hä? Die sieht aber nicht genau so aus wie die, die ich mal kannte. Nein, sind schon wieder ganz
andere Sims. Hatte aber dieselben Klamotten an wie die eine. Ich weiß nicht, ist die auch schon alt oder? Oh, da kommt ja meine Freundin nach Hause. Die holt sich gleich mal was zu fressen, ne? Na klar. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen romantisch werden hier. Ich weiß nicht, soll ich mal oder soll ich nicht oder ich weiß nicht. Knullen. Mit Julia plaudern. Was plaudern wir denn? Hör mal auf, das Buch zu schreiben. Du kannst auch später zu Ende schreiben. Wir sind hier wahrscheinlich nicht mehr so ganz Freunde, ne? Sanft küssen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Tag verschönern. Händchen halten. Und jetzt ist es plötzlich weg. Toll. Hygiene leidet aber ganz schön darunter. Und die Energie. Aber jetzt sind wir energiegeladen. Ha. So. Gericht nehmen. Aber in 9 Stunden schon wieder arbeiten. Das geht doch nicht. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Also ich weiß nicht, wie man einfach mal so die Fitnessfähigkeit erwerben kann. Dass dadurch die Fitness steigt, ist mir eigentlich nicht bekannt. Nur duschen, schreiben, weiterschreiben, Clown Massaker, forever. Komm, du bist fertig mit Essen. Und? Werd fertig. Jawohl, dann verkaufen wir das Teil nochmal schnell. Und dann schlafen wir. Okay, die sollte lieber schreiben üben oder so. Schreiben üben. Wir müssen schnell was essen. Schnell. Gericht nehmen. Los, aufstehen. Nein, du doch nicht. Scheiße. Nein. Öffnen. Gericht nehmen. Scheiße. Ich muss hier topfit sein für den ganzen Tag. Nein, ich hab das doch schon durchgestrichen. Was machst du da?
Oder habe ich nicht heute. Nee, ich habe heute nicht einen freien Tag. Scheiße. Zu 50% erst, Alter. Dann ab zur Arbeit. Und viel Spaß. Scheiße. Ein Buch schreiben. Kurzgeschichte. Wie ich den Müll wegbrachte. Frei oder so? Nee, ne? Doch, ja. Das Clown Massaker Forever 200. Hm, haben wir noch zu wenig. Was war jetzt? Was? Achso, Rechnung. Yay! Mann, ich freue mich immer über Rechnung. Hör mal her damit. Oh, die schreibt aber lange an der Kurzgeschichte. Vorbeikommen? Nein, ich kenne dich nicht. Rechnung bezahlen. An Verlag verkaufen. Ah, siehste? Ich habe das noch nicht mal verkauft. An Verlag verkaufen. So. Noch was? Nö. Lesen. Wir müssen was lesen. Stopp. Hast du noch was? Nein, hast du nicht. Dann nimmst du etwas von hier. Lesen. Das hast du schon gelesen, oder? Ja. Bauer ohne Frau. Der Umgang von... egal. Das erste Einhorn. Herr der Schaukeln. Ach egal, liest es halt nochmal. Gerade erst begonnen. Abgeschlossen. Okay, kannst du weglegen. Dann kannst du noch ein Buch schreiben. Nein, du musst schlafen. Scheiße. Na gut. Dann gehst du jetzt schlafen. So. Dann komme ich endlich nach Hause. Aber dieses Gewarte... Und es ist 0 Uhr. Bleibe ich? Also, da bin ich. Extrem müde und extrem kein Spaß. Kann man die Kanal schauen. Nochmal, um was zu lernen. Und dann habe ich wieder Hunger. Öffnen. Orangensaft. Warum Orangensaft? Menü zubereiten. Hummer. Komm, wir machen heute mal einen Hunger. Hummer gegen Hunger. Hm.
war jetzt eigentlich, was war das jetzt? Inspiriert oder wie? Ich will hier befördert werden. Warum werde ich nicht befördert? Xinia, Zirkuni Swarspa. Mit sich selbst reden. Komm schon. Was? Mahlzeit kochen, ach so. Laufbahn im Fitnessstudio benutzen. Schelmisch sein. An Staffelei malen. Da habe ich hingestellt. Guck mal, wer da gerade aufgestanden ist. Extremsten Hunger. Gericht nehmen. Schon wieder zerdeppert. So, ich glaube, du willst schlafen, genau. Dann gehst du bitte schlafen. Nicht vorher duschen, aber na egal. So, schreiben. Genrebuch schreiben. Motivationsbuch. So richtest du alle Augen auf dich. Warum nicht? Wie man sich motiviert zu arbeiten. Das ist ein Motivationsbuch. Muss eigentlich schreiben hier. Stufe 5. Sind wir noch müde? Nee, nicht mehr lange. Oh, die bekommt aber auch ganz schön, wie ich den Müll wegbrachte. 101. Okay. Also kann ich nicht gucken bei ihr, weil sie jetzt zur Arbeit ist. Scheiße. Was? Mach das sauber, bitte. Hallo, mach was. Bist du hier, um dumm rumzustehen oder was? Ich kann den Orangensaft nicht auswählen, verdammt. Das ist doch doof. Alter, jetzt bleibt. Okay. Sie putzt das nur. Was ist das denn? Ey. Und säubern. Was jetzt? Du hast hier draußen was hingestellt, was du essen willst. Warum will ich das aufräumen? Kann ich das nicht mehr essen? So, dann war es hier bestimmt mit Aufräumen beschäftigt.
Er hat doch erst was zubereitet. Was nicht mehr da steht. Okay. Wir bereiten hier was Neues zu. Knoblauchnudeln. Und dann machen wir an dieser Stelle mal wieder eine kleine Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch mehr Bücher schreiben. Noch erfolgreicher im Beruf werden, hoffentlich. Ich will jetzt hier befördert werden. Also das heißt, sobald meine Mitbewohnerin nach Hause kommt, geht's hier dann romantisch weiter. Also bis dann.